The United States stands for an idea whose time is now. Ronald Reagan wird heute Abend siegen. So ein Schmock. Ich will, glaube ich, später mal Künstler werden. Dann wirst du es auch und nichts wird dich davon abhalten. Du gehst aufs College. Mit Königen wird er speisen, wenn er sein Spiel gut macht. Ich finde deine Aufkleber toll. Die sind von meinem Stiefbruder. Der ist bei der Air Force. Das ist ja cool. Eine Gefahr für die Menschheit seid ihr alle beide. Der Junge ist kein Umgang für dich. Was meinst du? Warum nicht? Du weißt genau, was ich meine. Ich soll auf dieselbe Schule wie mein Bruder. Was für ein Mist. In dieser Schule könnt ihr werden, was ihr wollt. Und nicht, weil ihr etwas geschenkt bekommt, sondern weil ihr es verdient, nach oben zu kommen. Dich bedrückt doch was. Was ist los? Die anderen sagen so blöde Sachen über Schwarze. Wer ist denn das? Jemand von meiner alten Schule. Waren die auch bei dir zu Hause? Und was machst du, wenn die sowas sagen? Ich mach gar nichts, natürlich. Findest du das klug? Weißt du, als wir mit meiner Mutter hierher kamen, hatten wir nicht viel. Warum kam sie überhaupt? Die wollten sie umbringen. Da waren Soldaten und manchmal gingen die auf die Suche nach Juden. Sie haben uns damals gehasst und hassen uns immer noch. Wir nahmen ein Schiff und kamen hierher nach Amerika. Das Land der Träume. Du willst nur, dass ich so bin wie du. Ich will, dass du mal viel besser wirst als ich. Das Leben ist nicht fair. Sei dankbar, wenn dir jemand aufhilft. Also mach das Beste daraus und schau nicht zurück. Meine ganzen Hoffnungen liegen auf dir und deinem Bruder. Ihr seid mein Leben. Und wenn so ein Trottel wieder mal was Schlechtes über jemanden sagt, dann mach den Mund auf. Sei du immer ein Mensch, okay? Gib mir die Hand drauf und jetzt komm her.